Herzlich willkommen zurück hier bei eurem Retro hier bei Donkey Kong Country Tropical Freeze hier. Immer noch hier im Ultraschwer-Modus. Mittlerweile sind wir jetzt bei den Buchstaben-Leveln angekommen. Wir machen jetzt 1A, dann 1B, dann kommt das Karneval und dann der Boss. Das wird jetzt der schwierigere Part dieser Welt hier. Aber mal sehen, wie wir es hinkriegen. Wir starten rein mit Hopp, Hopp, Hurra. Da werden wir natürlich wieder Diddy nehmen. Donkey hatte ich ja jetzt nur für dieses Lohn-Level genommen. Da ist ja im Prinzip egal, wenn du da nimmst. Aber schau mal, was, ob Diddy wieder so gut was reißen kann wie bisher. Was war das jetzt noch? Das muss ich überlegen. Hopp, Hopp, Hurra. Ich meine, an alles kann ich mich ja jetzt nicht mehr erinnern. Das war riskant hier. So, einen kleinen Bauchschutz hier. So, wo ist es? Ja. Könnte natürlich irgendwo in der Liane sein. Na ja, gut. Ah, ist auch sehr gefährlich hier. Gerade wenn du die Lian nicht verpassen darfst. Wie gesagt, wir halten es immer noch bei 99 Leben. Das muss ich. Wenn ich schaffe ich das so? Ich glaube nicht, oder? Nee. Muss ich von hier aus. So, du lässt mich schön in Ruhe. Ah, hier können wir leicht mal. Einen Buchstaben verpassen. Hm. 200 Münzen haben wir gesammelt, gut. Ja, schön. Zweites lassen? Nein. Immer mit der Ruhe hier. Ja. Das brauche ich nicht unbedingt, aber. Ah. Oh, 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 jetzt habe ich fast. Nur, dass die Liane gerade kam. Wird einfach auf Sicherheit gehen. Oh, so ein Schocken, ey. Nein! Das gleiche ist genau passiert. Bei unserem ersten Durchlauf. Da muss ich erst oben drauf. Und dann auf die Eulen. Das wird nicht. Das wird jetzt nicht so einfach so hin, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, unser Leben gleich mal wieder gut. Wenn es natürlich an irgendeinem Level, das wird früher, später so oder so passieren, etwas zu lange dauert, werde ich natürlich euch den gütigen Versuch reinschneiden, weil dann müsst ihr nicht tausendmal den gleichen Versuch angucken. Das bringt ja auch nichts. So, jetzt aufpassen auf dieses scheiß Moskito oder was immer das so ist. So, ein bisschen aus dem Weg schaffen, genau. Übers N, oder? Ne, noch nicht. Jetzt glaube ich, genau. So, aufpassen beim G, dass ich nicht so schnell drücke. Ich denke halt immer, dass das kaputt geht, dass ich mich beeilen muss. Aber dem ist ja nicht so. Da kann ich einfach bleiben. So, jetzt kurz warten. Ne, jetzt noch nicht. Jetzt muss ich warten. Oh. Aber das ist, glaube ich, so getimed, dass die genau dann erscheint. So, jetzt kam es da, oder? Kam das jetzt schon?
glaube ja. Ja. Da muss ich schauen, wie ich das am besten mache. So. So, jetzt einfach. Muss ich einen Moment loslassen? Sagen, bleibt das so? Was war jetzt? Was war jetzt? Ich habe das Dach erhöht. Ah, Münzen, Goldmünzen ist immer gut. Weil man später sowieso so wahrscheinlich, ich weiß nicht, Leben kaufen müssen. Also ich würde schon versuchen durchzukommen mit den 99 Leben. Da wir immer welche dazu bekommen. Schauen wir mal, bis jetzt halte ich mich immer noch bei 99. So, das haben wir auch. Also die, glaubt die, man sieht es ja, es ist ja trotzdem grün, die Zeitmedaillen zählen, glaube ich, nicht zu den 200% dazu. Aber ich mache es trotzdem, weil das sieht doof aus. Wenn da eine Lücke ist, wo was fehlt, deswegen mache ich die privat trotzdem. So, jetzt kommt das B-Level. Dickicht im Dunst, das war das Schatten-Level, glaube ich, oder? Ich glaube, das war das Schattenlevel. Ja, genau. Da muss man natürlich auch sehr da aufpassen. Vor diese Gegner, die hier. Diese Büsche. Deswegen nehme ich ja erst recht hier so ein Fass mit. Als Schutz. Weiter oben, ne. Hier muss man natürlich erst. Oh, die springen doch. Erst recht aufpassen. Ist nur eine Münze, wo die. Oh, fuck! Die Buchstaben sind. Das ist klar. So. Alter, was wird das denn jetzt? Also manche Dinge weiß ich auch nicht, was ich da mache. Ja, manchmal haut man hier den übelsten Skill raus und manchmal hat es halt so eine doofe Aktion mit drin hier. Könnte jetzt nochmal kommen. Halt. Oben. Scheiße, ich brauch die. Ich brauch die frische, fuck. Ach nee, hier. Natürlich. So. Hier wird hoffentlich nichts sein. Bitte lass hier kein Buchstaben sein. Das wäre. Da mache ich hier mal langsam die selber. Nee. Oh, hier links jetzt auch nicht, oder? Nee. Ah, Lemo. Thank you.
Das meine ich, musst du sehr, sehr aufpassen. Das N. Ah, gut. Oh, mein Schutz unten. Das ist so ein kleiner Bonus hier, sag ich mal. Hast immer noch so einen kleinen, wenn du, je nachdem, wenn du hast, wenn du die gerade hast, hast du vorne noch so einen kleinen Abwehrschutz, sag ich mal. Ja, die muss ich besiegen. Das G, nee. Das G müsste noch kommen. Jogo. Nee. Ey, bitte komm jetzt noch. Ach, da oben, gut. Und ab ins Ziel. Das ist mir jetzt egal, da warte ich jetzt nicht. So, jetzt geht's ans Eingemachte hier. K-Level und Boss. Hey, so. Mit K-Level fangen wir an. Durchhängedrama. Ich weiß jetzt auch nicht mal, was es war, ganz ehrlich. Ja, wünsch mir Glück, dass ich nicht so viel versucht brauche. Das war das mit den. Erstmal gucken. Auf jeden Fall musste man sich auf jeden Fall beeilen, das weiß ich noch. Ach, das. Oh Gott. Ducken. Oh, das fuckt ab. Ich weiß nicht, ob ich da Dixie nehme. So, ja, ganz ruhig. So, hier weiß ich nicht, an welcher Stelle ich abspringen soll. Oh. So, jetzt. Oha. Oh, das trifft mich nicht. Nach oben muss ich, glaube ich, wa? So. So, jetzt muss ich. Das meine ich. Ich weiß nicht, an welcher Stelle ich. Boah. Das muss ich jetzt so lange nicht machen, glaube ich, ja? Das musste ich, glaube ich, nicht machen. Nee. So, hier musst du dich beeilen. Ich glaube, haben wir es schon? Ja! First Try geknacktes K-Level. Puh. Junge! Ich dachte mir bei den Lianen, wo du da zwischen diese Stacheldinger hinausspringen musst, das wird mich irgendwann treffen, oder? Nee. So, jetzt der Boss, das wird glaube ich, weiß ich nicht. Der erste ging, glaube ich, noch. Schauen wir mal, das werden wir schon hinkriegen. Das war dieser, ja, dieser. Die Robbe war das, glaube ich, wa? Aufbeiter, Halbstark, ne? Ja, da wird auch die am besten so sehen, immer. Klapp mal rein hier. So, let's go. So, jetzt muss ich ja mal gucken, wie es nochmal war hier. Die kann ich wegrollern. Also naja, kann ich sie nicht mehr wegrollern, das weiß ich.
Genau, jetzt muss ich aufpassen. Na, die musst du so besiegen, das kommt doch nicht. So, drei Treffer. Das ist doch, glaube ich, wütend. Ja. Das ist jetzt gut mit Didi, dass ich schwimmen kann. Das kann ich ihn treffen. Genau. So, so, so. So. Macht aber seine Rollattacke. Oh. Nochmal? Nee. Komm, den schaffen wir. First try. Ein Treffer noch, glaube ich, oder? Ein oder zwei. Was war jetzt? Einer noch. Nein, der hat nicht gerollert! Didi, Mann! Das Eintreffer hat gefehlt! Oh, das war jetzt... Ah, der hat nicht... Hier ist er so... Ah, fuck, jetzt habe ich zuerst... glaube ich, vier gedrückt anstatt laufen. Oh, der ist... Geht absolut klar! Der ist absolut klar! Der ist normal kein Problem, Mann! Lieber ein bisschen mehr Zeit lassen mit diesen Fischis hier. Du kannst ja auch drauf springen, aber ich glaube, in dem Fall ist es Rollern besser. Scheiße. So. Oh. Da wird der jetzt so weg, oder? So, komm. Dicker. So. Na komm, rast ruhig aus. Also ich musste nicht besiegen, die Gegner, die hier kommen. Was macht er das hier? Muss einfach nur ausweichen. Kommt der Dicke? No. So. Na komm. So. Jetzt sind wir wohl da, wie wir vorhin waren. Jetzt kommt das hier. Wie gesagt, bei der weiß ich nicht, ob ich da rollen kann. Aber jetzt aufpassen, jetzt macht er die andere Scheiße. Nein! Mann, ich hatte keinen Platz mehr. Ah, wieder dieser Scheißfisch. Aber da hilft mir Donkey Kong auch nicht, weil der kann die ja auch nicht mit einem Schlag töten, die Dicken da. Mann, nur weil die dicken Fische. Auch kann ich auch nicht, da, die drängen mich weg, wenn ich da hochgehe. Macht euch einfach weg. Ich muss versuchen, einen Abstand zu gewinnen haben mit diesen Dingen. Ich muss sie ja nicht töten.
Reicht ja, wenn ich ihn ausweiche. Komm, Diddy, du schaffst das. Oh, da hab ich fast eine Juwelpaste. Also die Scheiße, die auszuweichen hier. Die Faser kann er sich stecken lassen. So. So, jetzt kommt's zu Lauf. Erstmal das hier. So, jetzt. So. Oh, ich dachte jetzt. So, komm, komm, komm. Macht doch bestimmt dein Saito, ja. Dann könnten jetzt doch nochmal. Jetzt! Ah, oh, noch ein Treffer, glaube ich. Macht er das wohl? Ja! Ach, scheiße, jetzt hab ich. Yes! Sepovic und Champion, das war ja nicht wirklich schwer. Aber ja, wir haben ja letztens die Fresse poliert. Jetzt haben wir mal verschont beim zweiten Mal hier. Yes! Mangrovien haben wir geschafft. Auf 200% schon mal. Können wir mal Kontrolle machen? Ja, nur noch die Medaillen. Huh. So, jetzt gehen wir noch in die zweite Welt. Im Alpatoll setzen wir denn unsere Reise das nächste Mal fort. Ich glaube, ab Welt 3 ist der Schwierigkeitsgrad sehr gestiegen, war es, glaube ich. Wo Welt 1 und 2 ging, glaube ich, noch, und ab 3, da geht es sehr schön hoch. Ab da wird Struggling anfangen. Aber bis dahin, schaltet gerne hier auch ein. Lasst dem 200% auch noch ein paar Likes da hier, auch wenn du sie nicht dabei hast. Mit mir könnt ihr hoffentlich auch Vorlieb nehmen. Mich leiden sehen, das macht er, glaube ich, eh gerne, aber bis jetzt ist es noch im Rahmen, also den Gefallen tue ich euch noch nicht, damit man mich so allein seht, aber naja, warten wir ab. Gut, dann schaltet ganz nächstes Mal wieder ein. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, was wieder schaut, und damit redet Julie. Ciao.